Hallihallo, herzlich willkommen in Sommer, Sommer, liebe Freunde. Folge 14, wir sind fast so weit, dass wir die erste Staffel zu den Akten legen können. Da werden gerade noch fest Sachen eingeräumt. Glaube ich. Ja doch, okay. Da war die Tür. Der bringt eine Truhe für da oben. Und ein Bett fehlt noch. Alles klar. Gut. Ja. Nachdem sich die Staffel dem Ende zuneigt, mal kurz rekapitulieren, was wir in letzter Zeit alles gemacht haben. Da unten sehen wir ja die Schätze glitzern. Alter, das hat sich schon wieder neu aufgebaut. Ja, dann. Kaputt machen, bitte. Freunde. Ja gut, untertags könnt ihr das ja sammeln, ist ja kein Problem. Untertags kommt ja da sowieso nichts Bösartiges bei rum. Während unsere Soldaten da jetzt laufen, holen wir da ein bisschen Ressourcen wieder ran. Eigentlich sind wir ganz gut gesichert, muss ich sagen. Ja, doch. Also ich glaube, großartig überraschen kann uns jetzt auf die Schnelle nichts. Boah, wir sind da so schnell. Was ist das? Ja, gut. Wenn sie das jetzt schon zerstören, dann haben wir wenigstens unsere Ruhe. Kommen die ganzen Zombies nicht. Ja, doch, kommen. Nicht so tragisch. Kriegen unsere Kollegen wenigstens noch Level-Ups. So, zack, fertig. Gut. Die reißen das da brav ein, während die anderen das Zeug einsammeln. Das ist gut so. Dann könnt ihr dabei wieder zurückmarschieren. So, was wollte ich? Richtig, ich wollte hier, da das Haus ja jetzt endlich fertig ist. So, genau. Da wollte ich jetzt Betten zuteilen. So, pass mal auf. Ordne Eigentümer zu. Genau, eines davon gehört mal dem Cyrus. Eines gehört dem Mattes. Eines gehört der Betty. Wer liegt da drin? Der Mattes im falschen Bett natürlich. Eines gehört der Mattes, eines gehört der Betty. Haben wir sonst noch irgendwelche Krieger? Ja, natürlich, Dr. Goldbach bekommt auch sein eigenes Bett, in dem jetzt gerade Mr. Miss pennt, aber... Oh, das hat ihn weggeschreckt. Okay, das war gut. Echo bekommt ein eigenes Bett. So. Wer hat denn jetzt noch keines von euch? Pass mal auf Dave... Und Billy. Dave und Billy bekommen ihr eigenes Haus. Das werden wir gleich mal so hier oben dann so hier anbringen. Ja, mal gucken. Platziere ein Gebäude. Was ist das? Ach so, das war das. Okay, das war das Kräuterhaus. Kleine Hütte. Ein Dreier-Schlafhaus. Wenn wir noch einen dritten Bogenschützen dazu bekommen. Ja, nehmen wir ein Dreier-Schlafhaus, das ist gut. Dreier-Schlafhaus ist in Ordnung. Schwupp. Das bauen wir hier oben hin. Ja. Ja, lass dir arbeiten. So. Ein Ork-Kriegsherr nähert sich. Du da! Erdene, erzähl mir von euch. Sie sagen, ihr Ogo-Skullbonker besiegt. Eid. Der Red Killen glaubt, dass Fortschritt nur aus Konflikt zwischen Gleichen kommen kann. Ist nicht mehr. Und wenn einer fällt, werden Stärkere und Schlauere steigen. Jetzt, wo ich hier bin, ich sehe, dass ihr noch nicht würdig, auch nicht den schwächeren Chef meines Lagers zu kämpfen. Das Zeitalter dieses Kahns ist vorbei, und aber ein neues Licht sickern aus dem Horizont. Wir tun, wie Sid gehieß, und respektieren die Markierung der vier Farben. Stellt Sphärengong in euer Gebiet, um Kampfbereitschaft zu zeigen. What? Vier Korb mit Mais und was bekommst du denn für Wassermelonen? Ja, von mir aus. Okay. Ja, soll er uns Wassermelonen bringen. Ist in Ordnung. Ist doch gut, soll er doch. So. Gut, die bauen da jetzt friedlich vor sich hin.
Pass auf. Hölzernes Diamantfenster, ein Stuhl, verstärkte Holztür, drei gemeine Betten. Ja, das ist nicht so tragisch. Da ist nichts Schönes dabei. Das ist gut. Das ist sehr gut so. Dann können wir nämlich jetzt hergehen und können... Der Gansul war perfekt für die Rolle als Staatssoldat. So. Gansul wird ein Soldat. Und dann können wir nämlich hergehen und können einen der Soldaten nehmen. Ah. Komm schon. Elina, die bleibt da schön. Die Olive wäre gern. Die wäre gern Soldatin, glaube ich. Aber wir nehmen jetzt einen von unseren guten Soldaten, die wir hier haben. Ja, die sind sowieso alle schon auf super Maximum ausgebaut. Wir nehmen jetzt einfach die Betty. Oder? Ja, doch. Wir nehmen jetzt einfach die Betty und machen die Betty. Nein, machen wir nicht, weil wir haben keinen Bogen. Ach, Phil, du enttäuscht mich immer wieder. Bauen einen Bogen. Noch, das wird jetzt eine Weile dauern. Was soll's? Der Fiedel, der wird das schon richten. Der baut da jetzt schön. Da ist noch so ein Viererschlafhaus. Wer hat denn noch kein Bett? Das ist ein bisschen weit. Okay, die Anja können wir hier mal reinplatzieren. Den Pet. Der Pet hat auch noch kein Bett. Ich war jetzt kurz versucht, den Pet zur Steff zu legen. Aber das geht nicht gut. Das wissen wir ja schon. So, dann legen wir den Pet darüber. Da legen wir dann die Olive rein. Und hier den Nico. Tägliches Update. Nö, leider noch nicht genug. Macht aber nichts. So. Ja gut, sie bauen. Sie bauen fleißig, das ist in Ordnung. Man sieht mein Elbenauge. Ist das Gold? Tatsächlich. Huhu. Eine Goldader. So, warte mal, jetzt wollte ich erstmal schnell gucken. Wo ist denn jetzt unser guter Gansul? Da ist er. Der hat in der Hand was? Ach, Alter. Müsst ihr immer so im Bulk durch die... Achso, da ist er. Okay. Hast du gar kein Schild? Naja, sieht nicht so aus. Du hast zwar einen Streitkolben, aber kein Schild. Ich glaube, die Level 1er Schilde muss ich noch beim Fiedel bauen, ne? Ja. Grober Holzer Schild. Bauen wir auch einen davon. Was brauchen wir dafür? Eisenerz. Oh. Oh, das ist doof. Kein Eisenerz ist natürlich eher behindert. Oh, Entschuldigung, darf man das nicht mehr sagen? Nee, eher doof. Röntgen. Ja, das war's Richtige. Gut. Wenn das so ist, dann müssen wir natürlich hier. Hubi. So, das erstmal ausbauen hier. Halt. Attack! Ja gut, meine Kriegerjungs, die machen das schon. Mein Squad. Gansul, Fußsoldat Level 1, sehr gut. Ja gut, jetzt wird viel gekämpft. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird viel gekämpft. Jetzt wird der Gansul sehr, sehr schnell sein, was das angeht. Da kann er sich eigentlich direkt... Holt er sich was? Oder was soll das? Ich glaube, eine Rüstung. Ja, ich glaube, er hat jetzt eine Rüstung. Ja, ist eine Rüstung. So, was jetzt? Händler kommt in 3 Tagen zurück. Na gut. So, da. Ja, wenn sich's ausgeht, geht sich's aus, wenn nicht, dann nicht, hey. Pff. So, what's that, Red Sack? Gräbt da schon wer? Nein. Warum nicht? Grabt ihr Idioten. Wir brauchen offensichtlich Eisenerz. Und wir haben keins. Oh. Oho.
Glaubt's auch, dass das keiner mitkriegt so. Hä? Was rauf da? Rauf da und Attacke! Hey, 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 hey! Kann ja nicht von oben da jetzt behindert werden. Und da von oben auch meine Dorfbewohner runterschießen. Und zack, da ist er schon ein Level 3 Fußsoldat. Verkaufen. Dir kann ich jetzt jede Menge verticken. Ein Korb mit Mais, einen Korb mit Mais, den brauche ich. Erstens mal hier. Aber das wollte ich eigentlich noch gar nicht. Das wollte ich. Oh Gott. Was hast du? Ach, nur Crap. Shit. Ich hätte gedacht, du bist vielleicht der Erzhändler. Das wäre vielleicht ganz nützlich geworden. Aber nein. So, wir könnten aber eigentlich hier zum Schutze der Nation. Ich sehe nichts. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Vier Dinger freilassen, ne? Zack. Ja. Gut, da kriegt wenigstens die Steffi noch was zu tun. So, du baust mir davon jetzt noch ein paar. Und davon auch eines. Sehr gut. Alles in allem sehr, sehr gut. Kaserne ist sehr leer und sehr dunkel. Mal schnell was dagegen tun, glaube ich. Nee, ich will keine Kohlebecken aufstellen. Da, schöne hölzerne Wandlaterne. Also brauchen die jetzt für das Haus hier? 8 Stück? Warte mal. Das können wir überprüfen. 6 Stück brauchen sie. Das heißt, wir können hier 2 Stück bedenkenlos anbringen. Einmal hier und einmal hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ach ja, ist das schön. Da haben wir wieder aufgeräumt. Ist wieder alles gut. Großartige Neuerungen in unserem Bereich hier gibt es nicht. Zumindest nichts, was irgendwie besorgniserregend wäre. Halt! Ach, das ist ein See. Ups! Ich dachte schon, das wäre ein Gegner. Nein, nein, ist nur ein See. Ja, du. Ich muss sagen, also Sommer, Sommer. Das Projekt Sommer, Sommer an sich hat durchaus geglückt. Hat super funktioniert. Wie gesagt, nachdem das Ganze ja eigentlich nur ein Versuch war, weil das Spiel ja doch noch in der Early Access ist, war ich mir jetzt nicht so sicher, ob das halt jetzt wirklich so blendend funktioniert, aber kann man nichts sagen, außer ja, funktioniert durch und durch. Absolut cooles Game. Hat zwar natürlich noch so seine Macken, ich bin mir nicht mal sicher, ob es mittlerweile auf Deutsch erschienen ist, weil, wie gesagt, ich mache das Ganze über einen Patch. Ist okay, brauchen wir eh keine neuen Bewohner derzeit. Ja, also das mit dem Bogenschützenhaus da oben, das war jetzt definitiv vorerst mal der letzte Ausbau für Sommer, Sommer. Da oben kriegen jetzt die Bogenschützen noch ihr Haus. Ich weiß gar nicht, ist der Field jetzt eigentlich schon fertig?
der Fiedel schon den Bogen gemacht? Nein, natürlich nicht. Aber jetzt hängt er sich drauf auf, dass er scheiß Holztür nicht bauen kann. Oh Mann, ich hasse euch. War da jetzt schon wer drin? Hat da jetzt schon wer was gemacht? Warum nicht? Ich habe euch einen Auftrag gegeben. Warum ignoriert ihr mich? Ihr Pimmel. Pimmelköppe. Köppe. Köppes. Pimmelköppes. Ja. Naja. Zumindest die Mauer ist gleich fertig. Die wunderschöne Mauer zwischen dem Haus von Sally und dem Haus von Tonno. Also ich muss schon sagen, es war lustig mit unserer kleinen Dorfgemeinschaft. Ich werde natürlich dieselben Leute wieder drüben in meiner nächsten Staffel bei Rajas Kindern wieder unterbringen. Eventuell ein paar mehr, eventuell ein paar ändern. Sie werden natürlich andere Aufgaben bekommen, oder zumindest ein paar. Wer weiß, vielleicht bekommen auch einige dieselben. Aber prinzipiell ist es mal nicht so angedacht. So, warte mal, was ist denn? Uah. Ist das Eisen? Nein, Silber. Das? Zinn. Fuck. Das ist das Coole, du kannst ja natürlich wirklich rumscouten wie der Blöde und kannst ja eigentlich Sachen suchen. Kohle. Mhm. Talk about useless. Das ist auch viel zu dunkel, das wird auch Kohle sein. Alter, ich brauche Eisen. Oh, schau, hier wachsen wilde Eisblumen mitten auf dem Berg. Mitten auf die Berg. Herrlich. Was ist das? Zinn. Scheiß Zinn. Niemand braucht Zinn. Was ist Bronze oder Kupfer? Gut, das sieht jetzt eher doof aus. Da können wir jetzt eher nicht so viel machen. Mit dieser Info. Na gut. Ich habe zwar keine Ahnung, was gerade los ist. Warum spinnst du so? Das ist wieder, sicher wieder Steam mit einem glorreichen Update im Hintergrund. Ein Händler nähert sich. 4 gemeine Betten für 6 hölzerne Gartenlaternen. Hau ab. Da wäre interessant, wenn das Spiel das doch irgendwann mal erkennt und sagt, okay, pass auf, wir haben jetzt mittlerweile mehr als genug von dir gehört. Verwelkter Mais? Warum ist mein Mais verwelkt? Seid ihr bescheuert? Wieso verwelkt mein Mais? Wahrscheinlich, weil der Tonno so viel zu tun hat. Das heißt, ich brauche noch einen Gärtner. Wen nehmen wir da? Wen nehmen wir? Den Pat? Nee. Den Nico? Nee. Wir nehmen die Olive. Die Olive hält sowieso nicht viel aus. Also kämpferisch ist die sowieso jetzt nicht das Bueno vom Ei. Ah, die ist wahrscheinlich da jetzt unten drin. Okay. So, was passt hier nicht? Warum wird hier nicht weitergebaut? Wir haben keine Baumstämme mehr. Wir haben keine hölzernen Wandlaternen. Ich hab doch extra... Ich hasse euch. Ich hab doch extra noch geguckt. Ihr blöden Sackfressen hier. Hallo? Oh, komm. So kurz vor Staffelfinale musst du jetzt nicht anfangen, Much zu machen. Blödes Ding. So. Gut. An dieser Folge, bevor er mir jetzt endgültig abkackt. Jetzt fange ich an zu stottern. An dieser Stelle, bevor er mir jetzt endgültig abkackt, mache ich lieber mal einen Cut. Hallo? Was ist jetzt? Blödes Ding. Naja, Early Access halt. Okay. An dieser Stelle einen Cut. Wir sehen uns im Staffelfinale. Bis dahin. Peace und Freundschaft. Euer IG. Pfiat euch.